Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ja, wir müssen uns jetzt wieder auf den Weg zurück machen. Ich könnte sehen, wo. Ah ja, da vorne ist die Klippe. Okay. Hab nichts gesagt. Hab nichts gesagt. Warte, das Mikro muss ich ein bisschen weiter vor mir stellen, dann hört man mich auch wahrscheinlich besser. So. Ja, genau, hau drauf. Ja, und dann müssen wir jetzt wieder nach Hause. Trotzdem, ich glaube, diese Unterwasserhöhle hätten wir wahrscheinlich nie gefunden, die letzte hier. Weil, ja, ich glaube nicht, dass ich eigentlich von mir aus jemals wieder diesen Weg hierher geschwommen wäre. Okay, ich weiß jetzt nicht, was mir dann so für Ideen in den Kopf schwirren. Würde ich jetzt ein anderes Boot bauen oder so, womit wir schneller vorankommen? Nicht immer wieder hin und her. Aber mit dem Boot hätten wir von mir aus, von meiner Seite wahrscheinlich nicht nochmal hingegangen. Aber ja, ist jetzt die zweite Nacht, wo wir auf dem Weg sind, wieder nach Hause, beziehungsweise hierhin und jetzt wieder auf dem Weg nach Hause, wo wir nicht geschlafen haben. Wo unser Trinken langsam ausgeht, wir auch bald wieder Durst haben. Ja, und dann müssen wir uns auch noch gleich irgendwie irgendwann so in der Nähe von zu Hause wieder was zu essen holen. Ja, da haben wir es wieder. Durst. Trinken. 75. 75% Wasser haben wir noch. Ah. Schön, dass es regnet. Ich finde es aber auch schöner, wenn wir hier auch an sich so wärmere Klamotten hätten. Dass wir nicht nur die warmen Klamotten craften müssen. Oh, wir frieren sofort. Schon lustig, wie das Haus und die Hammer dort am Zittern sind. Sieht man das auch in der Aufnahme? Jo, hier sieht man es auch. Zumindest bei mir hier auf OBS sieht man das. So, kann doch nicht sein, dass wir jetzt wieder am Frieren sind. Was sind wir denn für eine Frostbeule, ey? Schön wäre es, wenn das hier wieder auf
Regen aufsammeln würde. Tut er aber nicht. Essen. Wir haben. Haben wir den? Nein! Fleisch ist weg. Ach nö. Da schwirrt eine Feder rum. Da schwirrt eine Feder rum. Den Vogel haben wir nicht erwischt. Schade. Schade, schade. Egal, dann schwimmen wir mal weiter. Wir werden noch was zu essen kriegen. Da mache ich mir keine Gedanken zu. Jo, jetzt sind wir am Hungern. Wo ist denn die Möwe? Hey! Da wollen wir vielleicht gleich mal einen Zwischenstopp bei der Jagd machen. Mal schauen, ob da irgendwie was neu dazu gekommen ist. Doch eh dauern, bis wir wieder zu Hause sind, also können wir da einen kleinen Zwischenstopp machen. Ich dachte schon, da leuchtet was. Bleiben die Vögel. Hunger. Ich will essen. Und weg ist er. Ja, ich habe kleines Stück Fleisch gesammelt. Ja. Wir werden nicht sterben. Wir werden leben. Wir werden leben. Oh, der Mond geht schon unter. Die Nacht ist auch schon gleich vorbei. Joa. Dauert zwar ein bisschen, aber... Das hier stört mich aber. Dass der hier nicht... wieder nicht aufgefüllt ist. Liegt das vielleicht daran, dass wir zu nah sind an dem Ding? Ich bin aber dafür auch heilfroh, dass wir mittlerweile einen Trinkschlauch haben. Dass wir den einmal quasi auffüllen. Und dann, ja, und dann jemand von trinken können.
Anzeige ist wieder extrem am sinken. Seht ihr das? Unten rechts. Geht aber ganz schön schnell leer. Ah, und die Sonne geht auf. Nice. Ich hatte kurz gehofft, ich schaffe den. Den werden wir nie, definitiv nicht mehr kriegen. Treppenmeter. Oh, haben wir geschafft. Wieder essen. So, in der Zeit, wo wir auf das Essen warten, kann ich eben ganz kurz, ganz schnell antworten. So, ganz schnell geantwortet und müsste jetzt auch, ja, jetzt fertig. Nice. Und so schön voll das Leben wieder. Die Hungeranzeige wieder ist. Gleich da vorne ist ja schon die Jagd. Ja, nur mit dem Durst, das ist schlimm. Nur die Durstanzeige. Die macht mir Sorgen, weil wir nur noch im Grunde 3 Schlücke auf Tasche haben vom Wasser. Und ich jetzt ungern die Dosen da dafür verbrauchen will. Ja. Wir werden schon überleben. Vor allem auch, wir können ja eigentlich jederzeit wieder in die Höhlen rein. Vor allem da, wo wir schon drinnen waren, weil bisher sind da ja keine der Mutanten oder Ureinwohner gerespawnt. Das heißt, wir haben da freie Zugang weiterhin, ja, im Grunde die Ressourcen und so weiter da abzustauben. Farmen zu können. Und ich glaube, die Ressourcen spawnen jedes Mal, wenn uns verlässt, wieder nach. Hatten wir ja vor kurzem so in einer der neuesten Erkundungsfolgen von mir in einer der Höhlen ja festgestellt. Wir sind Eine der Mutanten ist wieder in der Nähe. Habe ich doch gehört.
Hör den doch. Oder ist er unter mir? Irgendwo unter mir in einer Höhle. Das wäre dann krass. Dass ich den quasi durch die Höhlenwände hindurch bis hier an die Oberfläche höre. Das fände ich krass. Digga. Der hat aber auch einen ordentlichen Stimmvolumen hier. Der Mutant. Keine Ahnung, welcher das jetzt ist. Ich glaube vielleicht, das ist der Thrombosen-Jonas. Oder wie der auch vom Spiel selber genannt wird, hier der Cowman. Ja, ich habe mal auch gegoogelt, wie man die Mutanten eigentlich richtig nennt. Wie die heißen. So, das sind ja einmal Virginia, diese Muschiklaus, das ist ja Virginia. Amsi ist ja dieser andere da mit den sechs Armen da oder vier Armen auf jeden Fall. Amsi. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie Gronkh ihn getauft hatte. Habe ich jetzt total vergessen. Und hier dieser Thrombosen-Jonas, dieser Schnelle, der Rennende, ist ja eigentlich Cowman. Und da war ich einfach mal ein bisschen so neugierig, so wie die eigentlich ursprünglich hießen. Oh, hier ist noch ein Seil. Hier kriegt man ja drei Seile. Sehr interessant. So. Wir haben hier wieder Geld. Alkohol. Noch eine Soda. Ah, wir haben hier wieder Flaschen. Das ist nice. Ah, wisst ihr was? Dann, wenn wir hier eine haben, dann können wir eine trinken. Sonst gab es hier ja nichts mehr außer die Möglichkeit zu pennen. Ja. Okay, dann wollen wir weiter. Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Ja, aber ich bleibe trotzdem bei den Mutanten, auf jeden Fall. Beim, den eingebürgerten Namen so, sagen wir es so. Den Originalnamen so benutzt ja, glaube ich, eh keine Sau. Auf der Insel noch vielleicht was? Noch mal an. Vielleicht haben wir hier irgendwas vergessen, übersehen. Genau, den Stein haben wir übersehen, der war überlebenswichtig für die Story. Na, hier gab es ja nichts, ne? Hier gab es gar nichts. Nicht einmal so eine Markierung für die Pistole da. Okay, schade. Ist ein Naturschwamm. Alles klar.
oben eine Festung zu bauen, da würde ich mich schon freuen. So dass wir den Baum da auch noch mit integrieren. Ah, da freue ich mich wirklich drauf. Oh, und dann könnten wir hier unten daraus einen echten Hafen machen. Dass wir dann hierhin umsiedeln. Und dann so ein mittelalterliches Dorf oder sowas machen. Wir haben ja jetzt die Kirche, wir haben ein Kreuz. Wir können unsere eigene Sekte gründen. Dann lassen wir lieber hierhin wechseln. Wir machen da hinten noch, wo wir sind, wo unser Zuhause ist, fertig. Dann fangen wir langsam hier an. Das wär's doch, oder? Vor allem ist es ja auch nicht weit von unserem Ursprungszuhause. Die Location, die bietet sich einfach an für so eine Burg. Wenn ihr wisst, was ich meine, auf jeden Fall. Bietet sich an, definitiv. Da sind wieder Knochen. Nice. Jo, das werden wir definitiv machen. Scheiß auf den Plan, den wir da hinten haben. Wir machen das da, was da ist, noch zu Ende. Dann ziehen wir hierhin um. Wir ziehen hierhin um. Dann sind wir sogar auf dem Festland. Dann bauen wir hier unten eine Hafenanlage. Noch zusätzlich obendrauf. Wir werden zwar noch sehr, sehr viele Steine für brauchen, aber scheiß drauf. Die Einwohner laufen ja immer hier unten rum. Dann wäre es wohl geil, wenn wir denen da auch noch ein bisschen den Weg versperren. Das bietet sich definitiv da an. Boah, so eine Burg mit hier mit Kerkeranlage und so weiter. Wär's doch. Das wäre ja richtig geil. So, da sind ein paar Koffer. Wir brauchen was zu essen. So, das wird reichen. Damit. Ja, okay, wir haben wieder Batterien. Ja. Oder wir warten eben auf einen Vogel. Dann hätte er da. Wo ist denn der?
Oh, komm doch. Kann doch nicht sein. Arsch mich doch, die Möwen. Dann snacken wir halt. Nein, wir snacken die nicht. Wir snacken die nicht. Wir sind tapfer. Wir warten, bis die Möwen da sind. Wir sind geduldig. War eine Möwe und die Federn. Die kriegen wir nicht mehr. Gibt's wieder Essen. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.